Deswegen reden wir, wenn es um politische Lager gibt, davon, dass Frau Merkel und Sie in dem einen Lager sind und dass Frau Wagenknecht und Herr Scheuer in dem anderen Lager sind. Gottes Willen. Nein, aus meiner Partei hat niemand für die Verschärfung des Asylrechts gestimmt. Ganz im Gegensatz zu allen anderen Parteien im Bundestag. Und Sarah Wagenknecht, und ich finde, wir können jetzt auch zum x-ten Mal die Aufführung machen, wir konfrontieren Katja Kipping mit einer Aussage von Sarah Wagenknecht. Ich finde, angesichts des großen Problems Demokratieverdrossenheit sollten wir lieber das analytisch beobachten. Ich finde, es gibt einen zentralen Unterschied. Sarah Wagenknecht nennt Nazis auch Nazis. Sie, Herr Scheuer, reden ihnen nach. Und das ist ein großer Unterschied. Entschuldigen Sie die Sprache. Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Singalese, der über 3 Jahre da ist. Bei dem wirst du nie wieder abschieben. Aber für den ist das Asylrecht nicht gemacht, sondern er ist Wirtschaftsflüchtling. Heftig protestieren die Kirchen gegen den CSU-General. Der Münchner Kardinal Marx zeigt sich erschrocken und verärgert. Diese Tonlage ist nicht hilfreich bei der Integration hunderttausender Flüchtlinge. Auch der Vorsitzende der evangelischen Kirche kritisiert: So redet man nicht über Menschen. Solche Sätze sind Futter für Rechtspopulisten.